Ich kann nur meinen Glückwunsch an die Mannschaft richten. Olympiaticket, dritter Platz in der Nations League ist ja, würde ich sagen, auch nicht so schlecht. Ein total mutiges Team, was wirklich in oder sofort da war, präsent war, dass man jetzt nicht jede Sekunde das Spiel vielleicht dominiert, war klar, aber also haben sich auf jeden Fall belohnt für eine wirklich engagierte und couragierte Leistung. Ich freue mich total, dass sie sich belohnt haben. Ja, einfach pure Freude, pure Emotionen. Ja, es ist schwer, das zu greifen, muss ich sagen. Aber der Gedanke, der ist schon sehr, sehr schön. Und ja, ich glaube, die Vorfreude, die ist ab jetzt sehr, sehr hoch. Ja, unglaublich. Ich muss sagen, beim ersten Tor war es sehr still im Stadion. Da wusste ich gar nicht, ob das Tor zählt oder nicht. Aber ja, im Nachhinein bin ich sehr, sehr froh, dass ich auf dem Weg der Mannschaft helfen konnte. Ich glaube, jeder, der bei einem Turnier teilnimmt, sagt nicht nur, dabei sein ist alles. Ich glaube, wir haben dann ja noch, jetzt noch genug Vorbereitungszeit, wollen uns dann optimal vorbereiten, Olympia genießen, aber natürlich auch ja, auf unserem höchsten Level spielen. Aber natürlich werden wir noch Ziele für Olympia formulieren, aber es ging jetzt erstmal darum, sich zu qualifizieren. Das war schwer genug. Von daher denke ich, heute Abend feiern wir einfach die Teilnahme und gucken dann in den nächsten Wochen auf die Ziele, die wir dann vor Ort haben. Einfach einen großen Anteil. Man hat das Horst, Nürre und dem gesamten Trainerteam einfach die ganze Zeit, die sie jetzt bei uns waren, angemerkt, wie sehr sie das wollen, wie sehr sie das für sich wollen, aber vor allem, wie sehr sie das für uns, für die Mannschaft wollen, dieses Erfolgserlebnis. Dieses gemeinsame Ziel, das wir haben, das sind einfach Emotionen, die damit reinspielen, ja, die man dich mit Taktik oder irgendwie mit Analysen ja, erzeugen kann, sondern es sind einfach Gefühle und Emotionen, die uns als Team ausmachen. Ich denke, wir wollten alle unbedingt den Sieg, wir wollten alle zu den Olympischen Spielen, haben alles reingehauen, alles, was wir hatten, und dann würde ich auch sagen, verdient gewonnen. Kann Horst Rubesch noch mithalten mit der Mannschaft? Ah ja, klar.